Sportsfreunde, euer Göcki am Start. Und ja, guck mal hier, es gibt wieder ein paar Fragen. Ja, es kommt immer ganz gut an und ich finde es ganz cool, wenn ich so mit euch interagieren kann. Das heißt, ihr habt ja mal aktuelle Fragen. Ich gehe dann auch aktuell mit den Videos rein. Ja, das Video ist jetzt nicht Monate alt. Es gibt ja YouTuber, die machen Videos und dann kommt das 5 Monate später oder irgendein Urlaub, der schon 3 Jahre her ist. Beim Göcki ist immer alles aktuell und knackig. Und ja, wir legen einfach mal los von oben bis unten, so wie sich das gehört in so einem Video. Erste Frage haben wir hier gleich vom Robin. Und er fragt mich, hey Göcki, wäre es sinnvoll, einen Tag in der Woche zu nutzen, um explizit auf die Schwachstellen einzugehen? Ja, kann man tatsächlich so machen. Also man kann ja, klassisches Beispiel, Dreier-Split, 4. Tag ist dann eventuell Pause. Da kann man dann sozusagen auch so Mobility-Bauchtraining oder auch einen Schwachstellen-Tag einfügen, wo man dann nochmal speziell auf die Schwachstellen eingeht. Ich mache es momentan so, ich will halt ein bisschen mehr Bizeps zum Beispiel bekommen oder auch die Waden. Man kann auch so Isolationsübungen gut nochmal am Ende des Trainings reinhauen. Das heißt, Isolationsübungen sind ja oft mal kleine Muskelgruppen, also sprich zum Beispiel Bizeps oder Wade. Das heißt, die Regeneration solcher kleinen Muskelgruppen ist oft relativ schnell. Das heißt, man kann oft diese Schwachstellen, Nacken zum Beispiel, so gehört auch dazu, öfters in der Woche rannehmen, ohne dass man da wirklich in die Regeneration reinkommt, in meinen Augen. Das funktioniert ganz gut. Wo man das halt nicht machen kann, ist zum Beispiel die Oberschenkelmuskulatur oder so. Ja, die großen Muskelgruppen, da wird es ein bisschen schwieriger, aber wenn es ein Bizeps, eine Wade ist oder der Nacken, dann kann man das ruhig mal öfters dann belasten, wenn da sonst nichts passiert. Oder halt wirklich auch an einem freien Tag wirklich die Schwachstellen nochmal bearbeiten, ja. Schwachstellen ist auch mal so ein genetischer Faktor. Ihr kennt ja Leute, die haben ordentlich Power in der Muskulatur, aber da kommt einfach nicht das Volumen rein. Ja? Also ich zum Beispiel habe echt wirklich Power im Bizeps, aber da kommt halt einfach nicht die Masse drauf. Ja? Dann gibt es Leute, die haben einen Bizeps, der ist, bam, keine Ahnung, 45 oder sonst was und die machen da Curls mit 10, 12 Kilo. Ja? Das ist schon auch ein genetischer Faktor, diese Schwachstellen. Und man kann da auch von klein auf irgendwo ansetzen. Ihr seht zum Beispiel Fahrradfahrer, Fußballer, die oft diese richtigen Waden haben. Ja? Aber die machen ja nicht in dem Sinne das Krafttraining, sondern die haben eine andere Belastung. Das heißt, eine Schwachstelle ist auch ein bisschen mit dem genetischen Faktor geprägt der Muskelfaserverteilung. Es gibt ja sozusagen Ausdauermuskelfasern und es gibt die, die eher fürs Krafttraining, für Muskelwachstum zuständig sind und ist auch eine Art Adaption. Das heißt, wenn ihr von klein auf zum Beispiel eine gewisse Sportart macht, ja, das heißt Fußball spielt oder Fahrradfahrt von klein auf, dann springt die Muskulatur auch immer auf diese Belastung dann besser an beim Wachstum als mit einer anderen Belastung. Zum Beispiel, wenn ein Jugendlicher von klein auf Ringen macht und so weiter, der ist wahrscheinlich auch da immer schon ein bisschen massiver, weil wirklich diese Muskelfaseradaption da stattfindet. Das heißt, ja, die Muskel, gerade auch die Wadenmuskulatur ist eine, wo mehr diese Ausdauerfasern vorhanden sind tatsächlich. Deswegen tun sich da immer viele schwer. Also man ist da genetisch auch leicht schon vorprogrammiert, ganz klar. Aber grundlegend Schwachstellen, man soll beißen, reinhauen und dann kann man natürlich auch da mit einem Zusatztag oder mit einer Zusatzübung immer noch ein bisschen was rausholen. Also es ist nie zu spät, ja, so ist es nicht. Zweite Frage von Dieter W. Oh, das ist immer jetzt mal wieder so eine reizende Frage. Hey ho, was hältst du denn von anderen Fitness-YouTubern, die sich mit 20, 30 Jahren die dicksten Autos kaufen? Ja, keine Ahnung, ihr kennt ja die Leute, die wahrscheinlich jetzt gemeint sind. Ich finde grundlegend, wenn man sein Geld ehrlich und gut verdient, wieso sollte man sich da nicht ein Auto, ein schönes Auto leisten, ja? Also, es gibt Leute, die setzen halt viel auf so ein Auto und es ist ja auch ganz cool. Ich habe mal letztes Jahr so von Hertz, das war so eine Kampagne, für ein ganzes Wochenende so ein Jaguar XKR bekommen. Also so ein richtiges Ding mit 510 PS und Jaguar, so ein Kätzchen und es macht schon Spaß, muss ich auch als Rollerfahrer ganz klar zugeben, wenn man mal mit so einer Karre rumheizt. Allerdings finde ich, es gibt so Autotypen und Nicht-Autotypen. Es gibt so Prolotypen und Nicht-Prolotypen, finde ich schon. Also man kann das schon so sagen, ja. Es gibt Leute, die interessieren sich von klein auf für Autos, für dieses Autos alles, ja, die schrauben auch dran rum und so weiter und so fort. Ich war zum Beispiel ein Typ, ich habe mich nie so für Autos interessiert, so, ne. Ich habe mir auch mal gedacht, wenn ich das Geld nicht für ein großes Auto habe, wieso soll ich mich dafür interessieren? Also ich war da immer weniger. So, ich war nie so der Autotyp und das hat sich auch bis jetzt so reingezogen. Ich denke, in der Hinsicht bei Autos, ich persönlich immer sehr, sehr praktisch. Ja? Ich wohne in Berlin, da ist ein Auto sowieso schon nicht immer das Allerpraktischste. Unbedingt, je nachdem, wo du wohnst, hier in Kreuzberg von meiner Haustür, würde ich wahrscheinlich mit dem Auto, außer vielleicht mit dem Smart, wahrscheinlich nie einen Parkplatz wirklich bekommen. Und das würde mich schon so übelst aufregen, wenn ich allein deswegen immer laufen müsste oder mir einen Parkplatz suchen müsste. Deswegen ist für mich immer die praktische Lösung die beste. Ein Roller ist gut, ich könnte mir auch ein Auto leisten, wahrscheinlich kein Ferrari oder so, aber ich brauche das auch nicht. Und dann ist es für mich auch immer noch so eine
Art und Weise, wie man dann halt sozusagen wahrgenommen wird. Also ich persönlich möchte gar nicht mit einem Fanauto assoziiert werden. Das heißt, es gibt ja Leute, die profilieren sich tatsächlich über solche Autos. Das heißt, stellt euch mal gewisse Leute vor, die so eine fette Karre fahren, die wirklich auch rumprollen, eine fette Karre haben, so Kettchen und so weiter. Und nehmt denen mal einfach dieses Auto weg, gedanklich, und diese Sachen, also diese materiellen Dinge. Nehmt denen die mal weg. Und was ist dann diese Person ohne diese materiellen Dinge noch? Ja, ich will einfach damit sagen, manche Leute profilieren sich so sehr über diese Sachen, über ein Auto oder irgendwelche Reichtümer, materiellen Dinge, dass sie ohne diese Sachen gar nicht mehr sie selber werden. Denkt mal drüber nach, denkt mal an gewisse Leute und nehmt ihm einfach mal bildlich die Sachen weg. Was ist diese Person noch ohne diese Sachen? Was für ein Charakter wäre das noch, ja? Das sollte man sich vor Augen halten. Und ich möchte meinen Charakter sozusagen nicht über diese Dinge, nicht über diese Dinge entwickeln oder ausmachen. Also ich will nicht, dass Leute mich damit in Verbindung bringen. Ja? Die Leute sollen mich angucken, nicht wegen dem Auto, sondern weil ich es bin, wie ich halt bin. Ja? Und das ist auch so eine Art und Sache. Ich meine, ich bin jetzt wieder Single und ich persönlich würde es auch nicht wollen, dass ich meine zukünftige Freundin kennenlerne, indem ich ein fettes Auto fahre und sie das Auto cool findet. Also dass das für sie so ein Anziehungspunkt ist. Ja? Oder bei mir geht es auch so weit, dass ich nicht unbedingt möchte, dass wenn ich jemanden kennenlerne, oder ein Mädel kennenlernt, dass sie mich zum Beispiel über die YouTube-Videos kennt, dass sie weiß, dass ich das mache und mich deswegen kennt, versteht ihr? Das ist mir mal ganz wichtig, dass ich persönlich als Charakter als allererstes wahrgenommen werde und als erster Stelle und nicht irgendwelche materiellen Dinge und ein fettes Auto. Und in der Hinsicht denke ich auch bei vielen ist es so, und ihr kriegt es immer wieder mit, ja, es ist eine Art Tiefenpsychologie bei vielen auch tatsächlich, die wirklich in der Kindheit gelitten haben, die in der Kindheit runtergemacht wurden, fertig gemacht wurden, die dann die Möglichkeit haben, mit so einem Auto dieses Selbstbewusstsein zu bekommen, zu sagen, ich bin jetzt wer, ich habe dieses Auto, früher war ich nichts, guck mal, wer ich bin. Es gibt Leute, die brauchen das. Es ist für die so eine Art Kompensierung auch der Kindheit. Das gibt es tatsächlich, ja. Ich kann euch das mal zeigen, nicht, dass ihr denkt, ich bin da gar nicht so. Ich lese tatsächlich auch solche Bücher. Guckt euch mal hier zum Beispiel Josef Ratner, Menschenkenntnis durch Charakterkunde. Da stehen genau solche Dinge drin. Das ist auch Psychologie tatsächlich. Ich will damit niemanden angreifen, aber ihr kennt sicher diese Fälle, dass Leute wirklich das machen, um sich auch irgendwo wieder das Selbstbewusstsein zu holen und auch Leuten zu zeigen, ich bin wer, ja. Das muss nicht überall so sein. Ein schönes Auto, wie gesagt, kann auch cool sein. Ich gönne es auch den Leuten, die es haben, so. Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich mir irgendwann mal ein Auto kaufe, ja. Ich bin bald 28, habe noch nie ein eigenes Auto besessen. Aber wie gesagt, für mich ist das nicht so, dass ich das brauche. Versteht ihr, was ich meine? Ihr könnt ja mal eure Meinung reinhauen, ist für euch ein fettes Auto wichtig? Klar, es ist cool und wenn ich jetzt Geld im Überfluss hätte, würde ich mir vielleicht auch eins in die Garage stellen. Aber ich glaube, ich wäre der Letzte, der sich darüber profiliert und das ständig irgendwo zeigen muss. Das ist jetzt meine Ansicht davon. Es gibt aber auch Leute, die das vielleicht brauchen. Ja, schreibt mal rein, wie seid ihr so drauf? Was für ein Charakter seid ihr in der Hinsicht? So, jetzt gehen wir nochmal runter. Dann haben wir das auch mal geklärt mit dem Auto. Und warum macht Simon Panda so schnelle Ausführungen? Leute, ganz ehrlich, es gibt viele, die krass aussehen und sich als Natural Bodybuilder verkaufen. Bei Simon Panda, ich glaub's nicht unbedingt. Und ihr wisst halt, wenn jemand ein bisschen nachhilft, ist auch die Ausführung nicht mehr das Wichtigste. Andererseits kann man auch sagen, es gibt Leute, die haben halt auch mit einer schlechten Ausführung Erfolg, ja. Das ist halt immer auch so eine Feelingssache, ne. Also da will ich jetzt auch nicht tiefer drauf eingehen. Vielleicht hier nochmal die FIBO. Wirst du auf der FIBO 2015 sein, fragt der Julian. FIBO tatsächlich von mir gar nicht geplant. Ich war letztes Jahr auch schon nicht da. Mein Sponsor sozusagen, ESN oder Fitmat, ist auch dort nicht vertreten. Das heißt, der Fall fällt auch schon mal weg. Und eventuell werde ich mit dem Philipp mal vorbeikommen, ganz privat, aber jetzt ohne Stand. Ich bin noch der Letzte, der sich da hinstellt und irgendwo rumpostet und sich dann der Öffentlichkeit präsentiert. Weniger. Vielleicht werde ich das irgendwie im Stillen genießen und mir eine Kapuze überziehen. Aber FIBO ist nicht geplant. Vielleicht ergibt sich da spontan noch was. Das kann natürlich immer wieder sein. Aber da ist echt noch nicht viel geplant. Ja, gucken wir hier nochmal einmal rein, ob noch irgendwas kommt. Puh, welche YouTuber guckt der Görki sich an? Klar, also ich gucke mir die anderen Fitness-YouTuber an, man muss auch mal up-to-date sein. Sonst eigentlich relativ wenig. Ich höre manchmal Musik, so Akustikmusik auf YouTube, ne? Was halt Spotify nicht hergibt, so. Aber sonst echt wenig. Und
hey Görki, könntest du mal ein Video für Kurzhantelruder machen, T-Bar und so weiter. Ja, also ich werde jetzt auch bald wieder, ihr habt ja diese Serie der Grundübungen gesehen, mit ein paar hochwertigeren Videos. Ich weiß, das Mikro war leider etwas übersteuert, nochmal sorry dafür. Aber ich habe mir überlegt, mit dem Kameramann, der das gemacht hat, einmal die Woche habe ich ihn wahrscheinlich zur Verfügung, so eine Art Görki Uncut zu machen. Das heißt, er begleitet mich mit der guten Kamera tatsächlich beim normalen Training, also so null gestellt, einfach wie ich trainiere, und er begleitet mich und schneidet das zusammen. Vielleicht ist das mal für euch was, Görki Uncut, also nicht irgendwie eine Übung vormachen, sondern einfach meinen Trainingsalltag, wie das so ist. Ja, also wirklich auch mit ein paar Anekdoten dazu. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt das mal ein, Görki Uncut, ob ihr Bock drauf habt. Und sonst machen wir mal ein ganz kurzes Video heute draus. Ich brauche mal wieder ein paar gute Themen, deswegen ballert die mal bei AskFM rein. Ich weiß, ich habe ein cooles iPad Mini, da muss ich auch mal wieder mit angeben. Ich profiliere mich halt darüber, nicht über ein Auto. Und ja, in der Hinsicht, Klappe zu, auf tot, nicht? Ich bin raus, schreibt mal eure... Ist immer, ich finde es immer cool, ich bin echt ein Typ, glaubt mich. Manchmal bis 3 Uhr nachts lese ich hier noch Kommentare. Deswegen schreibt wirklich mal rein, was ihr zu den Themen denkt, auch zum Auto. Ich finde es immer ganz cool, da ein bisschen mitdiskutieren zu können. Auch mal auf ein paar Beleidigungen vielleicht lustig einzugehen. Aber nicht, dass mich jetzt beleidigen sollte. In dem Sinne, machet gut. Bis dann, euer Görki. Curtain up the performer, ready for the camera's aim. Float light like a feather on the pad to fame. The same fate ready for another in line. Next please, and we're getting the production time refined. With attention moving on to the next one. Others step into the frame, they reject some. Maybe give a recognition or affection. Election to give them a vote to get attention. Forget the talent to step into the bed. Seeing red, defeating the beast to get ahead. Be the best in the contest, leading the rest of